Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo rund um GTA Online, denn Leute, wir erhalten in einer Woche das größte Update aller Zeiten! Und Leute, in diesem Video geht es natürlich genau um dieses DLC. Ich werde einfach mal alle Informationen zusammentragen, die wir bisher wissen, was Rockstar Games bisher bestätigt hat zu diesem kommenden DLC. Und Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dieses DLC wird richtig teuer. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben. Ja, fetter Fehler, würde ich mal sagen. Aber ich würde mal sagen, wir fangen doch einfach mal an. Als erstes, wenn man generell Informationen suchen möchte, die Rockstar Games rausgehauen hat über irgendwelche DLCs in GTA Online, geht man natürlich erstmal auf die Rockstar Newsware-Seite. Und wenn wir auf diese Rockstar Newsware-Seite sind, werden wir schon erkennen, dass Rockstar Games generell zwei Sachen gepostet hat. Einmal hier irgendwas mit Music Locker und einmal hier natürlich das Schöne. Und hier werden wir auch schon direkt sehen, dass das Update am 15. Dezember rauskommen wird. Große Überraschung, aber ich muss sagen, gehen wir doch erstmal in den älteren Post rein und gucken mal, was da so Informationen für uns drin stehen. Und Leute, wenn ihr jetzt hier drauf gegangen seid, wird euch erstmal der Trailer angezeigt. Den Trailer zeige ich euch jetzt hier mal in etwas größerer Version und ihr werdet relativ schnell merken, dass ihr so in der normalen Geschwindigkeit nicht sehr viel zu sehen bekommt. Und Leute, das gehe ich auch mal gleich noch genauer drauf ein, aber erstmal gucken wir uns natürlich erstmal an, was generell hier unten steht unter dem Video. Natürlich, wann das DLC wieder rauskommt, ist ja klar, ne? Aber Leute, hier geht es natürlich darum, dass ihr generell schon sehr, sehr viele Heists gespielt habt und dass wir so gesehen das nächste Level erreichen zum Heist. Denn wir sollen diesmal uns mit einer kompletten privaten Insel beschäftigen. Wir müssen diese Insel infiltrieren, wir müssen Wege reinfinden und dort mit Beweisstücken, Kunstwerken, Gold oder Drogengeld wieder rauszugehen. Und laut dem Text hier wird das bisher das größte Abenteuer in GTA Online sein, beziehungsweise auch ein komplett neues Heist-Erlebnis, was wir bisher noch nicht hatten. Abgesehen natürlich davon, dass wir eine Map-Erweiterung erhalten werden, wird es auch zum Beispiel auch noch einen neuen Radiosender geben mit 100 Songs. Und außerdem werden wir auch noch ein schwer bewaffnetes U-Boot als Hauptquartier bekommen und vieles mehr. Aber natürlich können wir jetzt das Video etwas genauer analysieren. Wenn wir das Video jetzt genauer analysieren, werden wir erkennen, dass wir natürlich die Privatinsel haben. Und hier sehen wir auch, wie ungefähr die Privatinsel aussehen wird. Und außerdem, Leute, werden wir jetzt mal wirklich das für Schritt durchschauen, werden wir ein paar Sachen erkennen. Und zwar auf diesem Bild hier werden wir natürlich neue Fahrzeuge entdecken. Und ihr werdet schon merken, Leute, diese Fahrzeuge sind gepanzert. Und ja, Leute, gepanzerte Fahrzeuge sind einfach teuer. Und der Preis hier ist jetzt einfach eine Schätzung, wie viel es ungefähr kosten wird. Und ihr seht auch dieses Plus vom Zeichen, also es wird mehr als 1,5 Millionen Dollar kosten. Der Preis basiert natürlich auf der Erfahrung, welche Fahrzeuge vergleichbar sind und wie viel diese kosten. Und wenn wir jetzt mal hier weitergehen, haben wir natürlich erstmal hier diesen Heavy Avia Truck und danach haben wir natürlich den gepanzerten Patriot. Den Patriot kennen wir ja generell schon, den haben wir schon in GTA Online. Wenn wir jetzt mal weitergehen, werden wir natürlich sehen, dass wir einen bewaffneten Dinghy haben. Dinghy ist dieses Schlauchboot, was wir beim normalen Hals-DLC damals dazu bekommen haben. Außerdem werden wir natürlich, wenn wir jetzt weiter im Video gehen, eine Leiche am Strand finden. Und diese Leiche könnt ihr tatsächlich auch in Open Lobby finden. Und hier steht natürlich John Doe. John Doe ist jetzt keine besondere Person. Der Name ist generell besonders, da es immer eine fiktive Person ist. John Doe wird immer als fiktive Person bezeichnet. Deswegen also nicht identifizierte Person so gesehen. Wenn wir jetzt hier mal weitergehen, werden wir natürlich jetzt auch die Landschaft sehen von dieser Insel. Und Leute, was soll man dazu sagen? Ja, ne, wie es auch daran stand, es ist eine Drogeninsel und man sieht sehr, sehr viele schöne Pflanzen. Natürlich sehen wir auch eine richtig fette private Villa. Ich bezweifle jetzt hier mal, dass diese Villa uns gehören wird, denn wir sollen ja generell das ganze Anwesen ja ausrauben. Deswegen werden wir da weniger Hoffnung haben, da drin auch mal wohnen zu können. Finde ich schade, weil generell sieht diese Villa ja wirklich nice aus. Wenn wir jetzt weitergehen, werden wir natürlich jetzt sehen, dass diese Insel generell sehr, sehr gut bewacht ist, wie auch natürlich im Text beschrieben. Und man kann davon ausgehen, dass da auch schwer bewaffnete NPC-Leute stehen werden. Hier sehen wir eine Ansicht, wahrscheinlich im U-Boot. So viel kann man jetzt zu dieser Ansicht jetzt irgendwie auch nicht sagen. Aber Leute, wenn wir jetzt mal weitergehen, werden wir natürlich auch, ich sag's mal, eine Art Strandparty sehen. Also die Leute lassen sich wohl relativ gut gehen auf der Privatinsel. Man weiß auch nicht genau, wie weit wir jetzt auf diese Privatinsel sein werden. Man sagt ja, man soll uns ja infiltrieren. Man soll ja auch vielleicht neue Tanzmoves da beweisen. Kann ja sein. Also, ne, man kann ja jetzt mal wirklich hier gespannt sein. Aber Leute, hier sieht man wahrscheinlich das Chefbüro vom Drogenbaron. Vielleicht müssen wir den Drogenbaron ja entführen, töten. Na,
was weiß ich, da ist eigentlich relativ viel offen. Aber Leute, ist natürlich nicht das Einzige, was generell jetzt an Informationen da ist. In den letzten Wochen hat man natürlich auch einige Veränderungen in der Map gemerkt. Ne? Der erste Hinweis zum neuen DLC kam natürlich am Casino. Denn am Casino existieren jetzt Bauarbeiten. Man hat damals eine Entschuldigungs-SMS bekommen wegen den Bauarbeiten, wegen dem Lärm, aber dass der Shampoo immer weiter fließen soll und so weiter. Und Leute, das ist jetzt eine sehr gute Überleitung zum nächsten Post von Rockstar Games. Denn Rockstar Games hatte jetzt natürlich auch wiederum einen zweiten Post rausgebracht, nämlich den hier. Als erstes wird natürlich euch wieder der Trailer gezeigt. Den Trailer zeige ich euch jetzt hier mal im Hintergrund. Und Leute, klar, in diesem Trailer sieht man jetzt auch wiederum nicht so viel. Dafür ist der Rockstar Games irgendwie bekannt, dass man da jetzt in diesem Trailer jetzt nicht so krass viel sieht. Aber Leute, man kann jetzt schon denken, dass das irgendwie mit den Bauarbeiten am Casino zu tun haben wird. Und Leute, ja, genau so ist es. Wenn wir jetzt nämlich runterscrollen und uns mal die Informationen reinschauen, werden wir sehen, dass es eine große Neueröffnung sein wird und dass es mit Umbauarbeiten in Diamond zu tun haben wird. Und Leute, was soll man dazu sagen? Dieser Club wird ein Underground-Club für alle sein. Ja, steht jetzt auch da. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich unterm Casino im Keller einen Nachtclub geben. Ja, wenn man es mal genau überlegt, ist es dann eigentlich eine Konkurrenz zu unserem eigentlichen Nachtclub, den wir ja selbst besitzen. Wird auf jeden Fall mal interessant, wie das generell konkurrieren wird mit unserem eigenen Nachtclub. Aber Leute, generell, wenn ihr hier zum Beispiel im Casino ein Penthouse besitzt, werdet ihr auch eine VIP-Behandlung erhalten. Also da wird es auch einen VIP-Bereich geben, wo ihr wahrscheinlich auch Champagner trinken könnt und was weiß ich. Ist ja generell alles sehr luxuriös gehalten. Aber was hier auch ganz cool ist, Leute, es sind ja keine fiktiven DJs oder sonst irgendwas. Nein, es sind tatsächlich echte DJs, die natürlich in GTA hinzugefügt werden. Zum Beispiel der Detroit DJ Wondy Man. Also da werden tatsächlich echte Musikkünstler ins Spiel integriert und naja, was soll man sagen, Leute, ich glaube, da kommen richtig fette Beats rüber. Deswegen bin ich tatsächlich auch mal sehr, sehr gespannt, wie das generell sein wird. Und Leute, hier unten steht natürlich auch wieder das mit der VIP-Behandlung. Wenn ihr natürlich ein Penthouse im Diamonds besitzt natürlich. Sonst könnt ihr, ja, ihr wisst Bescheid, ihr seid dann nichts wert für ein Casino. Aber ist ja normal. Aber das waren jetzt generell alle Informationen zum DLC über Newsware. Aber Leute, es gibt ja noch mehr Informationen bzw. noch mehr Unstimmigkeiten in GTA Online. Denn Leute, ihr kennt es ja vielleicht, mitten in der Stadt steht ja ein Hochhaus, was seit 7 Jahren nie fertig gebaut wurde. Viele Leute beschweren sich über den BER in Berlin, ne? Das Hochhaus überbietet es auf jeden Fall, ne? Mit einer Bauzeit von über 7 Jahren. Und Leute, haltet euch fest, das Gebäude wird jetzt wahrscheinlich fertiggestellt werden. Warum sagen wir jetzt, es wird fertiggestellt? Naja Leute, wenn wir jetzt zu diesem Gebäude hinfahren bzw. fliegen, werden wir ein Plakat erhalten. Und auf diesem Plakat steht Mile High Club. Also generell kann man jetzt davon ausgehen, dass dieses Gebäude einfach fertiggestellt wird, dass man in diesem Gebäude wahrscheinlich auch irgendwas machen kann. Und man sieht auch die Baufirma, dieses STD. Und wenn man auf dieser Map mal rumfährt und nach anderen baulichen Maßnahmen oder baulichen Gebäude sucht, die noch nicht fertiggestellt wurden, werden wir dieses Bauunternehmen öfters finden. Weil es gibt natürlich mehrere Gebäude in Los Santos, die noch nicht fertiggestellt sind. Und was soll man sagen, Leute? Es sieht so aus, als würde Rockstar Games endlich die Gebäude mal fertigstellen. Was diese Gebäude jetzt genau mit der Insel zu tun hat, ob das überhaupt einen Zusammenhang hat oder nicht, das kann man natürlich jetzt hier noch nicht sagen. Aber Leute, man kann auf jeden Fall mal gespannt bleiben und wir werden auf jeden Fall eine sehr, sehr große Map-Erweiterung bzw. eine Map-Fertigstellung, kann man ja auch irgendwie sagen, bekommen. Aber Leute, ich bin ehrlich, das DLC wird sehr, sehr teuer. Allein die Fahrzeuge, die wir im Video gesehen haben, kosten mehrere Millionen GTA-Dollars. Wir sind ehrlich, Leute, wenn wir uns dieses Boot kaufen können, das schwer bewaffnete U-Boot als Hauptbasis, das wird wahrscheinlich auch wieder sämtlichen Rahmen sprengen. Deswegen, Leute, spart Geld, wo ihr könnt fürs DLC, beziehungsweise erglitscht euch Geld, wo es geht. In der Videobeschreibung habe ich den aktuellen Solo-Money-Glitch mal verlinkt. Sprich, wenn ihr noch ein bisschen Geld braucht, macht den Glitch und glitscht euch so viel, wie ihr könnt. Mein Tipp am Rand. Aber Leute, das waren jetzt tatsächlich erstmal alle Informationen von Rockstar Games, die diese letzten 2-3 Wochen rausgebracht haben. Ich hoffe, euch hat das kurze, doch irgendwie recht lang geratene Informationsvideo gefallen. Wenn ja, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr den fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, ja, warum denn nicht, hä? Egal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.